Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Doom. Let's Play Dunkelheit. Dunkelheit? Nein, ach, Verderben. Ich habe immer noch nicht gegoogelt, was Doom heißt, aber ich denke, es heißt irgendwie Verderben oder was. Naja, ist ja auch egal. Wir waren ungefähr hier beim letzten Mal. Ich weiß es nicht mehr so genau. Ich denke mal, ja. Das Problem ist, er speichert halt nicht immer genau dann, wann man das Spiel beendet. Naja, laufen wir einfach los. Hier leuchten immer so Sachen. Man denkt immer, man könnte das irgendwie. Ja, nice. Muss ich jetzt hier lang springen? Ah, genau, hier habe ich aufgehört. Wenn ich jetzt hier springe, dann. Ja, war klar. Den Sprung schafft er nicht. Das hätte ich ihm auch gleich sagen können. Aber hallo. Du bist sehr wertvoll. Ein Punkt. Mit diesem einen Punkt können wir. Ja. Ich wollte eigentlich die Map anschauen. So, die Map sagt, dass wir jetzt hier runtergesprungen sind. Dann sind wir hier runtergefallen. Sind wir da? Achso, weil es ja ein neues Level ist, haben wir die Map nicht komplett aufgedeckt. Logisch. Ja, logisch. Ist das hier überhaupt? Egal. Hier kann man sich doch bestimmt durchcrouchen, oder? Nein, nein, nein. Okay. Wenn ich da in die Lava falle, bin ich garantiert tot. Wenn ich darauf springe, bestimmt nicht. Ja, die Lava trifft mich. Also ich werde von der Lava angespritzt und ich sterbe nicht. Ich nehme keinen Schaden. Sehr gut. Das gefällt mir. Muss ich jetzt hier so rüberspringen? Nee. Oder? Ich sterbe doch noch bestimmt. Ja, naja, man brennt ein bisschen. Man brennt ein bisschen, aber es ist okay. Es brennt ein wenig, aber es tut nicht weh. Macht es überhaupt Sinn? Nein. Okay. Da lang. Und jetzt da lang. Nein! Oh, Scheiße. Ah. Er muss doppelt auf Leertaste drücken. Naja. Okay, passt schon. Danke. So. Hüpf. Hallo. Was soll das bringen? Ach so, ah, stimmt. Das ist der. Ach ja, ich erinnere mich, ja. Schon klar, das ist der Soldat, der dann gestorben ist. Der da gestorben ist. Damit ich jetzt hier zu seiner Hand darauf machen kann. Logisch, klar. Zugang gestattet. Sehr makaber das Ganze, aber so ist das Spiel, nicht wahr? Ja, nicht, Laufwerk nicht. versiegelt. Ei, da ist was schon mal. Ei, wie cool. Da müssen wir jetzt ganz leise hin. Scheiß drauf. Oh mein Gott, ein Final Boss? Nein. Ein Final Boss, bestimmt, ja. Mach ihn tot. Sind gar nicht so schlimm, die Dinger. Sie heißen nur Monster. Sehr schlechte Monster. Sehr einfach zu besiegen. Das klingt doch schon mal ganz gut. Das denke ich mir auch immer jeden Tag auf Arbeit, wenn so einige Kollegen das Büro verlassen, dann sagt mein Gehirn auch immer: Dämonische Belastung um 25% reduziert, ja. War das witzig? Nein. Ich mag meine Kollegen. Das war nur ein kleiner Scherz am Rande. Ich habe übrigens die Herausforderung durch Zufall gemacht. Da habt ihr bestimmt nicht gemerkt. Ich habe, bevor ich aufgenommen habe,
musste ich jetzt zu dem Punkt laufen, wo ich letztes Mal aufgehört habe. Und da habe ich rein zufällig dieses Ding da geschafft. Kann mir jetzt also eine neue Waffe kaufen. Also ein Waffen-Upgrade kaufen. Aber da ich nur eine... Das ist ganz gut, ja. Okay. Vernichte die Blutnester. Achso, einfach nur Blutnester vernichten. Na dann. Ja, macht ja auch Sinn wegen den 25%. Klar, ich bin ja ein Mathe-Ass. Muss man wissen. So, es ist nur die Frage. Da geht's nicht lang, da geht's lang. Wieder zurück. Oh nein. Mikroraketen oder Zielfernrohr? Zielfernrohr. Bin ich da vorbeigelaufen beim letzten Mal? Eieieiei. Das kommt halt davon, wenn man immer, wenn man denkt, man kann irgendwie einfach so durchs Spiel rushen, ohne die Sachen zu beachten. Mann, ich will einfach nur die Karte sehen. Ich habe keine blaue Karte. Ich habe keine rote Karte, keine blaue Karte. Ich habe gar nichts außer mich selbst. Da. Achtung, Kerntemperatur steigt. Ja. Ich bin ja auf dem Weg. Oh, what's this? Oh ja, das ist gut. Durch Zufall gefunden. Futter. Gut, hä? So, jetzt schauen wir nach. Gesundheit, Rüstung, Munition, Rüstung. Das wäre der logische Schritt. So, da ist eine Tür, die wir nicht öffnen können. Oder ist sie offen? Offenbar? Offenbar? Ist sie offenbar? Offenbar ist sie nicht offenbar. Schlecht, ich weiß. Ich finde es irgendwie gut, dass wir so schnell umher joggen. So, wir haben so ganz viele Waffen bei uns und er läuft trotzdem so wie so ein Jogger durch den Park. Nein. Okay. Hör mal. Wenn ich sage, du sollst sterben, stirbst du gefälligst. Waffenpunkt erhalten? Wofür das denn? Habe ich eine Herausforderung geschafft? Nein. Ah, von oben. Muss ich auch noch machen, genau. Ja, meine drei Waffen. So, sorry. Das ist ein Sammelobjekt. Oder was auch immer das sein soll, diese kleinen Puppen. Die sind da unten. Da. Ich muss da irgendwie rein. Crouch. Oder. Ach nein. Ach nee.
Das sollst du doch nicht machen. Oder mach einfach so. Whatever. Vault-Typ. Das ist ja auch interessant. Das ist ein Easter Egg. Das ist ja ein Easter Egg. Wo sind denn meine wo sind denn die ganzen Dinger? Die kleinen Püppchen. Ist das nicht im Sammelobjekte-Bereich? Nein. Ich meine. Ach, was soll's. Immer noch keine Karte. Ohne Karte kommen wir hier nicht weiter. Also so gar nicht. Wir kommen immer so gar nicht weiter. Das ist ja richtig scheiße. Okay. Dann müssen wir hier auch wieder raus. Und wir gehen nach unten. Ja, ich kann von oben nach unten killen. Scheiße. Scheiße. War das einer von oben? Nein. Ich will einen Glory Kill von... Ich bin zu dumm, um Glory Kills von oben zu machen. Voll scheiße. Autsch. Du hast mir wehgetan. War das ein Kill von oben? Nein. Stirb einfach. Ich bin jetzt traurig. Oh! War das von oben? Nein. Ich muss unbedingt Kills von oben machen. Verdammte Axt nochmal. Oh, ein Monsternest. Bam. Weg mit dir, du Monster. An den coolen Sprüchen muss ich noch arbeiten. Bam. Das macht Spaß. Okay. Dämonische Bedrohung reduziert um 50%. Sounds like Mathematik to me. Sounds like Meth to me. Hört sich an wie Meth. Oh, was ist das? Ui. Ein Sprungfeld. Aber ich habe noch immer keine Karte. Keine blaue Karte. Schlecht natürlich, ja, ich weiß, aber... Wir müssen ja auch noch dahin. Vielleicht, wenn wir jetzt hier rüber gehen, dann da hoch, da ist eine gelbe Tür. Und eine gelbe Tür ist auch scheiße.
Tja, tja. Was soll ich sagen? Von da sind wir gekommen. Da unten beschießen uns Leute. Hör mal. Schon. Es ist schwierig, weil. Oh, da waren wir noch nicht. Hier geht's noch weiter. Da. Da geradeaus. Dann runter. Also hier lang. Dann runter. Dann nach da. Und dann nach links. Nein, da waren wir ja auch schon. Haha. Ich. Nein, da müssen wir doch hin, Trottel. So ein Blödian. Da ist doch ein Weg. Also entweder bin ich blind auf beiden Augen oder nur einfach blöd. Nein, ist doch egal. Scheißegal, wir wollen uns jetzt nicht zu viel Zeit verschwenden mit Sucherei. Also es gibt offensichtlich ein Monsternest hier. Ein Blutnest, sorry, Blutnest. Wofür wir aber eine gelbe Karte brauchen. Und ohne diese gelbe Karte können wir da nicht rein. Dann gibt es noch ein letztes Monster ist aber da unten. Schaut mal, da unten. Da unten waren wir ja auch noch ganz, ganz selten. Nur da, so in diesem Bereich. Den haben wir ja nur einmal gesehen. Gesehen, aber nie irgendwie erkundet. Da mal ab nach da unten. Los. Aha. Aha. Haben wir da unten schon? Nein, haben wir nicht. Dann los. Alles durchsuchen. Aha, hallo. Zimmerkontrolle. Schönen guten Tag, hier waren wir schon mal. Aber in dem Bereich noch nicht, oder? Doch, wir waren überall schon. Ich hasse es immer, wenn ich live im Video, immer nicht weiß, wo ich hin muss, weil dann bin ich immer so. Das wirkt auf die Zuschauer immer so frustrierend. Die denken sich dann so, du dummer Idiot, du musst da lang. Und ich denke mir dann so, hä, wo denn? Ich sehe nicht. Update, hier waren wir schon. Update-Schätzelein, hier waren wir schon. Upsala. Das ist so gar nicht verwirrend. Auch nur einen Anhaltspunkt gäbe, wo man diese verdammten Karten finden kann. Dann wären wir hier schon alle viel weiter. Da! Das muss auch für einige richtig frustrierend gewesen sein, das zu sehen, wie ich einfach mal nicht checke, dass man eine Karte einfach da hinten finden kann. Naja. Ach ja. Was bist denn du? Du bist neu. Dich kenne ich auch noch gar nicht. Hey, uncool. Pass mal auf, ja? Oh Scheiße. Lauf! Nein, lauf nicht. Trottel.
So. Gut, dass wir das überlebt haben, denn es wäre ja schrecklich gewesen, jetzt und hier zu sterben. Das wäre sehr peinlich gewesen, dann hätte ich mich wieder vor allen Leuten entschuldigen müssen, dass ich nicht gut genug gespielt habe. Naja. Es ist ja auch im Pokémon immer so, von wegen, das war ja damals auch so. Das war ja damals im Pokémon genauso. Da haben mal irgendwelche gesagt, du musst, hallo. Nö. Du nicht. Du nicht. Da haben auch immer alle gesagt, weißt du, Nico, du musst das andere Pokémon nehmen. Dein Pokémon ist scheiße. Und ich so, ey, das ist mein Pokémon und mein Pokémon ist gut. Aber die so, nee. Du musst unbedingt ein anderes Pokémon nehmen. Das ist ja schrecklich. Aber ich meine immer so, nein. Wow, pass mal auf, du. An mir kommt keiner vorbei. Uiuiui. Spannende Geschichte hier. Läuft ja ganz gut. Toll. Das macht Spaß. Dieses Spiel ist einfach so toll. Kauft's euch. Dieses Video wurde gesponsert von... Von wem eigentlich? Bethesda? Nein. Ich verwechsel andauernd. Ich kann mir nie merken, wer Spiele macht. Oh, okay. Dann vergiss es halt. Vergiss es einfach, du Stück Scheiße! Spread Positivity. Und? Ist hier in diesem Raum irgendwas versteckt? Was ist das für ein Ding? Ah, eine Automap. Super. Jetzt sehe ich alles. Und da ist die blaue Karte. Ich habe schon mich gefragt, wo die blaue Karte sein kann. Und wenn das jetzt ein gutes Level-Design ist, dann würde mich das genau zu einer blauen Karte führen. Ja. Oder genau dahin führen, wo ich hin muss. Aber wäre das eher schlechtes Game-Design oder gutes Game-Design? Ich weiß gar nicht. Hat mich genau zum Monsternis geführt, also sagt man, wie sagt man, zielführendes Game Design, ja, zielführendes Game Design, sagen wir einfach so.
Du kriegst mich nicht klein. Stirb. Was waren nochmal meine Ziele? Ach ja, die Tod von oben Kills. Hm. Die werde ich niemals kriegen. Ich habe Waffenpunkte, oder? Ich soll es die mal einsetzen. Ich habe 2, 0 und 1. Okay, 2 und 0. So. Jetzt haben wir alle 4 Nester zerstört. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis bald.